Es war das Event des Jahres, das am Wochenende über 20.000 Besucher in das Schlerngebiet lockte. Sowohl sportlich als auch touristisch gesehen hatte die Jubiläumsausgabe des Oswald von Wolkensteinritz alles zu bieten, was das Herz begehrt. Also für die Ferienregion ist es sehr interessant. Wir transportieren hier alle unsere wesentlichen Themen. Ob das jetzt Kultur ist, ob das Tradition ist. Der Reitsport ist hier sehr tief verankert. Der Haflinger als Pferd. Vor allem interessant für den Einheimischen als Zuschauer. Aber wir sehen, dass auch immer mehr Gäste von außerhalb kommen. Auch die Prominenz aus Wirtschaft und Sport ließ sich das mittelalterliche Spektakel nicht entgehen. Sie wurde von der Stimmung so mitgerissen, dass sie sich am liebsten selbst aufs Ross geschwungen hätte. Wir haben alle Jahre da eben eine tolle Veranstaltung und ich komme auch gerne her, da zuzuschauen. Es ist eine spannende Veranstaltung. Und wenn man da so zuschaut, dann darf man auch selber gerne mit. Also meine Geschwister haben eigentlich alle schon beim Wolkensteinritt mitgemacht. Ich bin der Einzige, der da nicht mitgetan hat. Ich darf jedes Jahr beim Umzug dann vorausreiten mit der Präsidentin des Komitees. Das ist für mich dann schon immer ein bisschen eine Aufregung. Aber mir hat es gestern richtig Spaß gemacht und ich überlege mir in Zukunft öfters zu reiten. So ein guter Reiter bin ich nicht, dass ich nicht irgendwo dann im Graben liegen würde. Und deswegen, also besser, wenn ich nicht dabei bin, aber trotzdem liebe ich Pferde. Was im Jahre 1983 bei einem guten Tropfen und geselligen Beisammensein als Idee entstand, hat inzwischen sehr große Beliebtheit erlangt. Am Anfang hätte es eine kleine Sache werden sollen, aber da wir nach längeren Überredungskünsten sehr viele Leute dazu animieren haben können, dass die da mitmachen und begeistern auch haben können, ist das ja so eine große Sache geworden. Die Reitkultur in Südtirol ist wirklich gestiegen oder hat sich verbessert durch unseren Ritt. Also ich glaube, das kann man mit Stolz sagen. Und im Schlerngebiet lieben alle den Ritt und hängen mit Herz zu. Und wir haben deswegen auch so viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir hoffen, dass er noch weiterhin lange bestehen bleibt. Alle vier Turnierspiele am Sonntag verliefen reibungslos. 36 Mannschaften zu je 4 Mann gingen an den Start und kämpften um die begehrte Standarte, die man erst dann sein eigen nennen darf, wenn man 3-mal am schnellsten war. Und das haben die diesjährigen Sieger Kastelrut St. Valentin 2 doch tatsächlich geschafft. Ja, ich bin sprachlos alleweil. Das realisiere ich mal erst morgen, weil das ist einfach gewaltig. Auf Platz 2 landete Kastelrutdorf, gefolgt von Sarntal-Rabenstein. Sie und auch alle anderen tapferen Reiter können mächtig stolz auf sich sein und gleich weiter trainieren für das kommende Jahr. Denn vom 14. bis zum 15. Juni 2013 heißt es wieder Tore auf für den 31. Oswald von Wolkenstein-Ritt.